ist Riba dasselbe wie das, was wir als Zins im Deutschen kennen? Und die Antwort ist, nein, es ist nicht immer das Gleiche. Deswegen müssen wir unbedingt wissen, was ist Zins im Islam, was ist Riba und was für Arten von Zins gibt es? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eine Sünde, die im Koran als ein Krieg mit Allah und seinem Gesandten beschrieben wird. Eine Sünde, die eine Feindschaft darstellt gegen die Menschheit. Eine Sünde, die Völker oder Generationen zerstören kann. Subhanallah, was ist das für eine Sünde? Es ist Ar-Riba oder der Zins. Wenn wir uns die Texte im Koran und in der Sunna anschauen, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann sehen wir, dass diese Sünde als Ar-Riba bezeichnet wird. Jetzt ist die Frage, was ist Ar-Riba? Ar-Riba sprachlich gesehen ist ein Zusatz oder ein Zuwachs, ein Wachstum, eine Hinzufügung. Was ist Ar-Riba in der islamischen Terminologie, in der Rechtswissenschaft? Da wird Ar-Riba verschieden definiert. Die einfachste Definition ist, es ist ein Zusatz in einem Tausch ohne Gegenleistung. Ein Zusatz in einem Tausch ohne Gegenleistung. Wir kennen das heutzutage im Bankwesen vor allem. Ja, wir haben Kredite, Darlehen, die gegeben werden oder Finanzierungen, die gemacht werden, die Zinsen beinhalten. Jetzt müssen wir uns fragen, okay, islamisch gesehen, ist Riba dasselbe wie das, was wir als Zins im Deutschen kennen? Und die Antwort ist, nein, es ist nicht immer das Gleiche. Deswegen müssen wir unbedingt wissen, was ist Zins im Islam, was ist Riba und was für Arten von Zins gibt es? Es gibt zwei Arten von Zins, auf die sich alle geeinigt haben, und dann gibt es noch in manchen Rechtsschulen eine oder andere Art, die noch hinzugefügt wurde von Zins. Aber diese beiden Arten, auf die sich die Gelehrten geeinigt haben, sind einmal Riba al-Nasi'a und Riba al-Fadl. Riba al-Nasi'a ist der Verzugszins. Riba im Verzug. Das bedeutet, wir haben ein Schuldenverhältnis zwischen zwei Personen und jetzt kommt eine Person in Verzug. Sei es der Käufer, der bezahlt, oder sei es der Lieferant, der etwas liefern muss. Einer von beiden kommt in Verzug. Und weil er in Verzug kommt, wird ihm etwas dazu gerechnet. Das ist Riba al-Nasi'a. Als einfaches Beispiel, ich habe etwas gekauft, über einen Ratenkauf zum Beispiel, und bezahle in Raten ab. Jetzt kann ich ein oder zwei Monate kann ich nicht bezahlen oder kann ich rechtzeitig bezahlen. Und dann sagt der Verkäufer, bei dem ich die Ware in Raten abgezahlt habe, sagt, okay, ich gebe dir Aufschub, aber dafür bekomme ich etwas mehr. Und das etwas mehr, das ist der Zins, Riba al-Nasi'a. Und genauso haben wir auch die Verzugszinsklausel in unseren heutigen Verträgen. Die zweite Kategorie ist Riba al-Fadl. Das ist der Zins einer Hinzufügung. Das heißt, wenn wir zwei Dinge tauschen, und die eine Sache ist mehr als das andere. Wir tauschen zwei gleichwertige Dinge und die eine Sache ist mehr als das andere. Zum Beispiel, ich tausche Geld gegen Geld mit dir. Ja, ich gebe dir 100 Euro und verlange von dir 110. Diese 10 Euro sind Riba al-Fadl und das ist Haram. Das gibt es in verschiedenen Arten auch. Also muss nicht immer nur Geld sein. Ja, es geht auch zum Beispiel bei Datteln etc. Je nach Rechtsschule gibt es da verschiedene Zweige noch dazu. Dazu werden wir aber noch kommen, inshallah. Aber das ist die zweite Kategorie, Riba al-Fadl, das heißt ein Zusatz im Tausch von zwei Dingen. Jetzt gibt es noch Riba al-Jahiliya, Riba al-Yad und Riba al-Qard. Dass du es einmal gehört hast, inshallah. Riba al-Jahiliya bedeutet der Zins der vorislamischen Zeit. Das heißt, wir haben die Leute vor der islamischen Zeit mit Zinsen gehandelt. Das unterteilt sich nochmal in zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist Riba al-Nasi'a, die wir gerade besprochen haben, der Verzugszins. Und die zweite Kategorie ist Riba al-Qard, das, was ich gerade als letztes erwähnt habe.
Das bedeutet, wenn ich etwas verleihe und für das Verleihen einer Sache noch mehr verlange. Das ist nur ganz allgemein angeschnitten, dass du mal die verschiedenen Arten von Zins gehört hast. Jetzt, der Zins oder beziehungsweise Riba ist haram durch Koran, durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und wir haben einen Konsens der Gelehrten, das heißt alle Muslime sind sich einig, dass Zinsen haram sind. Sogar haben wir die vorherigen Offenbarungen, die vorherigen Religionen, die ein Buch von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, sogar da haben wir Texte, die diesen Zins verbieten. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel im Alten Testament und im Neuen Testament haben wir verschiedene Texte. Im Alten Testament haben wir einen Text im 5. Buch von Moses, wo es heißt, du darfst keine Zinsen von deinem Bruder nehmen. Weder für Geld, noch für Getreide, noch für irgendetwas anderes, wofür man Zinsen nehmen kann. Und natürlich auch Riba ist verboten im Koran und in der Sunna. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns auch im Koran, dass Allah den früheren Religionen Zinsen auch verboten hat. Den Leuten der Schrift, vor allem die Juden, ja, haben wir einen direkten Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, dass den Juden das Zinsnehmen oder der Zinshandel verboten wurde. Darauf und auf verschiedene Verse, wann sie herabgesandt wurden und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch den Zinsverbot den Menschen rübergebracht hat, erfahren wir inshallah im nächsten Unterricht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.